Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tilo Football zum nächsten Stadionvlog. Heute geht es für Schalke 04 endlich weiter in der zweiten Bundesliga. Wir sind auswärts gefordert beim Karlsruher SC und das ist natürlich auch unser Debüt unter Karel Gerrards. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ihr seht mich ja gerade noch hier im Hotelzimmer, denn ich war die vergangenen zwei Tage bereits zu drei Zweitligaspielen in den deutschen Stadien unterwegs. Gerade noch in Düsseldorf und jetzt früh am Sonntagmorgen geht es für uns weiter nach Karlsruhe. Und ich freue mich sehr. Ich bin echt gespannt, was Schalke heute zeigen wird. Denn die letzten Spiele, auch unter Matthias Kreuzer nach Thomas Reis, waren nicht wirklich besser als zuvor. Und da ist halt jetzt die Frage, wie Karel Gerrards als neuer Trainer diese Länderspielpause nutzen konnte, um vielleicht zumindest mal ein bisschen Spielidee der Mannschaft zu vermitteln. Ich bin gespannt, ich freue mich auf das Spiel und jetzt geht's für uns auf nach Karlsruhe. Kurze interessante Story aus dem Auto heraus. Vor uns die ganze Zeit fährt einfach Peter Knebel. Ich habe mich schon gewundert, Mercedes aus Gelsenkirchen, das sind diese typischen Dienstwagen von Schalke. Habe ihn jetzt ein paar Mal im Auto reingeguckt und es ist tatsächlich unser Sportvorstand Peter Knebel. Kurze Pause nochmal, eine Stunde vor Karlsruhe. Wir haben jetzt gut 10 Uhr morgens, also alles ganz entspannt heute, läuft alles richtig gut. Und dann auch noch Peter Knebel gesehen auf der Autobahn. Er hat auf jeden Fall einen durchaus interessanten Fahrstil, weil wir haben ihn gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde mal neben uns gehabt, mal vor uns, mal hinter uns, war ähnlich schnell wie wir unterwegs. Und ist dann auf einmal plötzlich auf einen Parkplatz rübergezogen, dass man kaum hinterhergekommen ist. Also leider war es nicht möglich, ihn nochmal näher an die Kamera zu bekommen, weil er auf einmal rübergezogen ist, damit er bloß auch alleine auf einem Parkplatz ist, nur mit LKWs und natürlich nicht von Schalke-Fans angesprochen wird. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie auch seine Entscheidungen, die er so getroffen hat. Er hat ja auch einen sehr großen Anteil daran gehabt, dass Karel Gerrards neuer Schalke-Trainer geworden ist, nun auch fruchten werden. Ob das zumindest mal besser funktioniert als Kader, Sportdirektor, Planung und so weiter und so fort. Also Peter Knebel sah auf jeden Fall durchaus angespannt aus, wie aber wahrscheinlich auch die meisten Schalker heute. Gerade ist auch auf Schalke die erste Entscheidung getroffen für das heutige Spiel. Ralf Fährmann wird im Tor stehen, haben jetzt verschiedene Medien auch bestätigt und berichtet. Und das ist für mich eine Entscheidung, die ich gut nachvollziehen kann. Wir haben ja auf Schalke Insight schon ausführlich darüber gesprochen, wer könnte im Tor stehen, was sind die Vor- und Nachteile bei jedem Kandidaten. Am Ende hätte ich sowohl die Entscheidung für Hegerin als auch für Fährmann verstehen können. Jetzt steht Ralle im Tor. Ich freue mich, wenn er wieder mit dabei ist. Und das könnte auf jeden Fall dann sein erstes Spiel werden. In dieser Zweitligasaison hat er bislang verletzungsbedingt gefehlt und war in der Rückrunde ein unglaublich wichtiger Faktor. Das ist so und das bleibt so, trotz der ganzen Geschichte mit dem Berater, mit seinen Verletzungen. Ralle ist ein Schalker durch und durch und deswegen freue ich mich, ihn heute wieder anfeuern zu können, wenn er hoffentlich ein paar Paraden raushaut oder im besten Falle gar nichts halten muss, wenn es nichts zu tun gibt. Aber ich denke mal, ein bisschen was wird kommen und sicherer Rückhalt für die Mannschaft. Also Fährmann wird im Tor stehen. Jetzt haben wir hier im Parkhaus geparkt und was kommt einem entgegen? Direkt mal ein Karlsruher Logo. Ich glaube, das sind die Karlsruher Stadtfarben, denn oft hat ja auch der KSC ein rot-gelbes Auswärtstrikot und hier haben wir jetzt also drin geparkt. Auch schon einige Schalker gesehen. Denn am Stadion selber gibt es zwar irgendwie Parkmöglichkeiten, aber auch nicht so richtig ausgeschildert. Also vorhin auf der Straße, da war auf jeden Fall so ein Schild mit Parken am Stadion frei und sowas, dass da noch Platz wäre. Online habe ich aber jeweils gelesen, dass es nicht so ist. Und deswegen habe ich dann hier lieber im Parkhaus geparkt, auf Nummer sicher gegangen, wo wir vielleicht dann auch nachher besser wegkommen. Und somit sehen wir jetzt auch nochmal ein bisschen was von Karlsruhe. Nicht ganz so viel, aber ein bisschen was sehen wir jetzt nochmal. Gerade raus aus dem Parkhaus gekommen, sieht man direkt mal die ersten Schalker. Und das Karlsruher Schloss, sehr schön hier. Also guter Parkplatz hier direkt drunter. Das sieht cool aus. Und jetzt können wir nämlich auch Richtung Stadion gehen, am Schloss entlang. Und das gibt natürlich jetzt auch nochmal für euch ein paar gute Bilder. Ich glaube, in die Richtung geht es Richtung Karlsruher Innenstadt. Auch das sieht echt schon ganz cool aus. Und dann haben wir eben hier
das Schloss. Schon beeindruckend. Gut, die Farbe vom Schloss in Gelb, darüber kann man natürlich als Schalker jetzt nicht streiten. Das geht deutlich schöner, aber passt natürlich auch zur Stadt Karlsruhe. Schön in Schalke-Jacke vom Karlsruher Schloss. Kennt ihr das, wenn ihr ein Bild machen wollt und die Sonne euch voll in die Fresse scheint, dann probiert man das so ein bisschen gegenzuhalten und irgendwann kann man nicht mehr. Von da kommen auch schon reichlich blau-weiße Fans. Natürlich jetzt gerade schwer zu sagen, wer davon Karlsruhe und wer Schalke ist aus der Distanz. Ist auf jeden Fall schon gut was los hier. Ich finde sie persönlich gerade echt schick. Also so ein bisschen herbstlich mit Sonne. Da hinten ein bisschen Wasser. Da das Schloss. Cool. Und wie auch schon gestern Abend in Düsseldorf, nur diesmal im Hellen und ein Ticken schöner, geht's erstmal durch den Wald. Hier gerade kam auch eine Dampfbahn oder sowas her. Also es hörte sich an wie im Harz am Brocken. Kann ja vielleicht mal Karlsruhe in die Kommentare schreiben, was es damit auf sich hat. Vielleicht kriege ich es nochmal tonmäßig drauf. Oh, da ist er. Ja, hallo. Ja, jetzt macht es auch Sinn. Cool. Oder ist das hier schon der Wildpark? Ist wahrscheinlich ein Übergang vom Schloss zum Stadion, das dann auch irgendwo zwischen der Wildpark ist. Daher kommt ja eben auch der Name vom KSC-Stadion. Ich finde es cool hier. Habe ich schon mal gesagt. Wir können die Ruhe hier im Wald auch gerade mal ganz gut dafür nutzen, auf das Sportliche zu schauen. Wir Schalker haben ja mit Karel Gerrards nun einen neuen Trainer. Beim letzten Pflichtspiel gegen Hertha BSC in der zweiten Liga saß er nochmal zu Kreuz auf der Bank und da war ich ja auch auf Mallorca im Urlaub. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter darauf, was wir hier und heute so sehen werden gegen für mich immer noch eine gute Mannschaft aus Karlsruhe. Ja, auch der KSC hatte sicherlich ganz andere Erwartungen, ähnlich wie wir, und ist auch ähnlich wie wir schwach gestartet. Am letzten Spieltag vor der Pause gab es ein Unentschieden in Magdeburg, was sicherlich auch gar nicht mal so verkehrt war. Und ich finde immer noch, dieses Mittelfeld alleine schon mit Gondorf, mit Stindl, mit Nebel, vor allem auch mit Vanicek, den ich seit Jahren richtig, richtig gut finde, da steckt so viel Qualität drin. Und vielleicht sehen wir es heute von beiden Mannschaften, dass da Qualität drin steckt. Ich hoffe natürlich, dass wir es von Schalke noch ein Ticken mehr sehen werden. Und da hinten erstrahlt auch schon das Stadion. Wir haben hier direkt dran Trainingsplätze sicherlich dann vom KSC. Ich weiß nicht, ob die Kamera es gerade lichtbedingt draufkriegt, aber man sieht das Dach vom Stadion. Und wenn ich einmal den Namen Vanicek genannt habe, denke ich auch da sehr schnell zurück an unser Heimspiel bei der letzten Zweitligasaison gegen Karlsruhe. Da hat der KSC, ich glaube, 3-1 gewonnen. Es gab für uns eine rote Karte, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Palsson, glaube ich. Und Vanicek mit einem wunderschönen Distanztor hat uns geschlagen und das war tatsächlich mein erster Stadion-Vlog auf diesem Kanal und damit schließt sich nun der Kreis, auch mal selber in Karlsruhe zu sein. Ich denke mal, viele von euch KSC-Fans werden sich an das Spiel erinnern, viele Schalker möglicherweise auch, war glaube ich der 7. Spieltag oder sowas. Ja, da hat alles begonnen hier auf Thiele Football und jetzt, gute 2 Jahre später, sind wir hier mit Schalke zu Gast. Es ist wieder 2. Bundesliga wie schon vor 2 Jahren und die Lage ist sogar noch mal ein bisschen kritischer bei uns. Als Sauerländer habe ich natürlich direkt die Blasmusik von Weitem schon gehört. Also, hier geht es irgendwie rund. Cool. Wir sind angekommen am BB Bank Wildpark. Jetzt geht's also hier Richtung unserem Block. Wir sitzen auf der Osttribüne in O1. Das ist direkt neben unserem Schalke Auswärtsblock. Um die Stimmung einzufangen, sicherlich mal wieder perfekt. Hier geht's jetzt also rein in Eingang Ost und ich habe auch schon einige Schalker gesehen. Mal gucken, wie viele dann noch bei uns in der Nähe wieder sitzen werden. Ich freue mich auf ein hoffentlich sehr erfolgreiches Auswärtsspiel. Wir sind drin im Stadion. Viele Blaue hier, aber natürlich auch einige Schalker. Und irgendwie sieht das von innen für mich auf den ersten Blick genauso aus wie in Freiburg. Also zumindest voll ähnlich. Krass. Ich nehme parallel übrigens auch einen Stadiontest auf hier beim KSC. Der kommt in einigen Wochen dann natürlich auch mal online. Und es ist schon echt ganz interessant, sich ein solches neues Stadion anzuschauen. Und natürlich auch mal zu gucken, was gibt es hier alles zu essen, wie ist das Bier, wie ist auch generell die Atmosphäre hier von der Stimmung. Und das gucken wir uns alles nochmal separat an. Aber natürlich auch mit ein paar Einblicken schon hier und heute im Stadion.
haben auf jeden Fall hier die Kioske. Es gibt eine Schorle-Bar, da gibt es unter anderem Weinschorle, dann gibt es Grill und Getränke. Sieht man gerade aufgrund des Lichts nicht ganz so gut. Da hinten auch noch Pommes. Also von der Auswahl hier ist KSC schon echt top. Und wir holen uns natürlich jetzt auch erstmal ein schönes Bierchen. Willkommen in Karlsruhe. Hier füllt sich der Schalke Auswärtsblock. Und das ist also das neue Wildparkstadion. Und hier ist unsere Sicht aufs Spielfeld. Und die finde ich persönlich wirklich gut. Da hinten füllt sich die Fankurve vom KSC. Und hier eben dann der Auswärtsblock. Ich bin ja heute zum ersten Mal beim KSC überhaupt. Bin mal echt gespannt auf die Atmosphäre, die von da hinten kommt. Ich denke mal von unserer Kurve, von unseren Fans. Da wird ein ordentlicher Support da sein. Was darf nicht fehlen bei einem Fußballspiel? Natürlich das Bier. Hier von Rot aus gab es in Freiburg damals auch. Halber Liter, kostet hier 5,10 Euro. Sehr schön. Ich habe zwar noch gar keinen Hunger nach den ganzen Stadien, die wir so abgeklappert haben, aber Durst auf jeden Fall. Schmeckt. Hoffentlich schmeckt das Spiel nachher auch so gut. Erstmal den Windbreaker von Schalke angezogen, denn hier ist ordentlich Wind in der Hütte. Puh, Stunde noch bis zum Anpfiff. Unsere erste Startelf unter Karel Gerrards ist da. Wir haben Ralf Herrmann wie angerissen im Tor. Dann die Dreierkette mit Kalasch, Baumgartl und Kaminski. Es haben alle mit Ibrahima Cissé gerechnet, der ist aber nur auf der Bank. Dann Tempelmann, Seguin, Ouedraogo im Dreier-Mittelfeld, Schallenberg nur auf der Bank. Linke Seite geht an Auvejan, rechte Seite an Kabadahi. Finde ich sehr interessant, dass Kabadahi die Chance bekommt. Und dann Doppelspitze mit Terodde und Lasse. Also größtenteils, wie man es erwarten konnte. Ich hätte aber schon eher noch mit Schallenberg und Cissé gerechnet. Also Gerrards wählt eher die erfahrene Lösung in der Abwehr und im zentralen Mittelfeld sicherlich die formstärkere Lösung. Bin gespannt. Ralle ist wieder da, als Nummer 1. Ralle, Junge! Boah! Schalke! Schalke! Ralle wieder zurück im Tor. Voller Support von allen hier und das auch vollkommen zu Recht. Unabhängig der Beratergeschichte, unabhängig seiner Verletzungen, Ralle ist ein Top-Keeper. Hinter der letzten Reihe kann man auch hier nochmal so ein bisschen rumlaufen. Das finde ich immer ganz cool. Und dann auch nochmal der Blick nach draußen. Und genau dort kommen noch reichlich Schalker. Es ist jetzt schon wieder krass, wie viele Schalker hier sind. Natürlich schwer zu sehen, weil alle blau und weiß tragen, aber allein hier in diesem Block sind so viele Schalker. Geil! Boah, Attacke! Wir wollen alle was sehen hier! Heute muss es! Schalke! 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 Da hinten bei von Schallenberg, wenn man ihn sieht, steht ja auch Mike Büskens. Daneben auch noch Matthias Kreuzer. Beide ja unter Karel Gerrards wieder zurück auf der Trainerbank als ganz normale Co-Trainer. War für unseren neuen Chefcoach auch logisch, dass solche Typen wieder mit auf der Bank sind. Vor allen Dingen auch Mike Büskens zurück, finde ich sehr, sehr gut. Sind das die 11 Spieler, die heute zumindest mal von Beginn an dafür sorgen, dass wir gewinnen? Ich hoffe es wirklich. Es wird Zeit. Denn es ist auch gerade vollkommen irrelevant, über irgendeinen Aufstieg oder sonst was zu reden. Jetzt geht es erstmal darum, Stabilität reinzubekommen, Punkte zu holen und dann zumindest nicht noch weiter unten reinzurutschen. Was darf neben einem Bier beim Stadionbesuch nicht fehlen? Richtig, die Bratwurst. Und auch die ist natürlich heute mit dabei. Schauen wir uns mal an. Ganz gutes Ding. Hier auch nochmal eine schöne, scharfe Feuerwurst vor Anpfiff.
Herzlichen Dank. Gut zu erkennen. 5-3-2. Karel Gerhards Fußball. Attacke jetzt. Los geht's. Einfach nicht gut. Nach vorne geht gar nichts, hinten anfällig. Es ist vollkommen verdient, dass Karlsruhe führt. Es ist mal wieder viel zu wenig. Oh, trau dich. Jeder weiß, wie schlimm die Lage ist, wenn das angestimmt wird. Und es stimmt, was die da auf dem Platz für eine Scheiße machen, ist unglaublich. Gerade auf Verletzungsunterbrechungen, deswegen nutzen wir die Zeit, um aufs Klo zu gehen. Es ist schon wirklich abnormal, wie schlecht man einfach nur sein kann. Wirklich Wahnsinn. Aktuell keine Fangesänge. Mal gucken, wie laut die Pfiffe zur Pause werden. Pause in Karlsruhe und ich glaube, ich muss nicht wirklich viele Worte finden. Wir liegen vollkommen verdient mit 0-2 zurück. Der KSC ist in allen Belangen besser. Keine Ahnung, wie das jetzt in Halbzeit 2 weitergehen soll. Der Support wurde teilweise eingestellt, es gab lautstarke Pfiffe. Ich denke mal, jetzt zu Beginn der zweiten Hälfte werden alle mit dabei sein, der Support wird da sein und dann muss von der Mannschaft zwingend was kommen. Trainerwechsel alleine wird anscheinend schon jetzt nichts bringen.
Es liegt so viel in Argen aktuell bei Schalke. Das ist schon wirklich mal wieder eine sehr dramatische Situation. Also, Dreifachwechsel bei uns. Aubameyang, Kalasch und Terodde geht raus. Gosuki jetzt auf die rechte Seite. Mohr auf die linke Seite. Gabadayi irgendwo überall. Und Matriciani rechts hinten. Das sieht als erster sogar nach Viererkette aus. Mal gucken, ob es dann wirklich so sein wird. Boah, ja. Gucken wir mal. Weiter geht's hier. Hey, hat der Platz. Boah. Mein Gott, auch wenn es abseits war, wie kann man das so schlecht verteidigen? Boah, Junge, das ist unglaublich! Du Lusche! Du Lusche! Ich habe hier auch einige Zuschauer von Arminia Bielefeld. Ich glaube, jeder von denen weiß ganz genau, wie man sich jetzt fühlt. Rettet. Dicke Chance, das haben wir gut rausgespielt. Vor allem Gosuki ist ein belebendes Element bis hierhin. Nach gute 20 Minuten zu gehen, Schalkes Mannschaftsbus hat da hinten in dem Tor schon mal eingeparkt, um nachher unsere Spieler wieder mitzunehmen, das ist eine Nichtleistung. Ja gut, Eigentor rundet dann nochmal ab. Übrigens auch weiterhin kein Support in der zweiten Hälfte. Es sind auch schon einige Sitzplätze leer mittlerweile. Ja, schön ist das sicherlich nicht. Vielleicht braucht das als Signal. Keine Ahnung, schwierig zu beurteilen. Man hat einen Eckball kurz vor Schluss und alle tronnen ein, als wenn man schon 5-0 gewonnen hätte. Diese Motivation oder diese Mut, vielleicht auch wieder was gut zu machen in wenigen Minuten noch, sieht man null. Null. Guckt euch diese Spieler an. Also, diese Körpersprache ist echt besorgniserregend. Feierabend in Karlsruhe, weil aber das Fazit ein bisschen deutlicher ausfallen muss, überlege ich mir noch mal kurz was und dann geht's gleich noch mal den letzten Clip von diesem Stadionblock. So, jetzt also noch mal von mir ein paar Worte nach Abpfiff. Es fällt sehr schwer, die ganze Geschichte einzusortieren, denn man hat, glaube ich, schon nach Thomas Reis gemerkt, dass es nicht einfach nur mit dem Trainerwechsel zu beheben ist, was hier auf Schalke schief läuft. Wir hatten heute Peter Knebel auf der Autobahn vor, neben und hinter uns und da ist vielleicht jemand, der mit das Hauptproblem stand jetzt ist oder einer, wo man vielleicht was verändern muss. Für mich waren aber auch generell zwei Szenen heute im Spiel Sinnbild von all dem. Es gab mal einen Eckball kurz vor Schluss, wo Spieler wie Baumgartel, Seguin dahingetrottet sind mit hängendem Kopf. Karel Gerrards hat ja vor dem Spiel schon mal angekündigt, er will Spieler haben, die nie den Kopf unten haben, die immer diese Gewinnermentalität mitbringen und immer zeigen. Und wenn er das wirklich durchzieht, dann muss er jetzt eigentlich direkt 3-4 Spieler rausschmeißen. Also klingt drastisch, aber ist halt so. Und dann war es immer wieder auch
krass zu sehen, wie Spieler sich gegenseitig anflaumen. Also vor allen Dingen auch Ouedraogo als 17-Jähriger hat den Bundesliga-erfahrenen Baumgartl teilweise angefahren, weil er nicht kommuniziert hat, dass hinter ihm einer kommt. Und solche Szenen, das sind Kleinigkeiten, aber sagen für mich zumindest mal unglaublich viel aus. Und deswegen bleibt es als Fazit auf jeden Fall jetzt zu sagen, es kann so nicht weitergehen. Ich habe, glaube ich, nach dem Paderborn-Blog im Titel geschrieben, der Tiefpunkt. Ich könnte es heute der tiefste Tiefpunkt nennen. Keine Ahnung, es ist eine wahnsinnskrasse Situation. Und wer immer noch irgendwie von einer Serie spricht von 10 Siegen und dann sind wir ja im Bundesliga-Aufstiegskampf, der soll mal ganz von vorne anfangen. Wir sind im Abstiegskampf zur dritten Liga, im Existenzkampf kann man es fast schon nennen. Und diese Szenen nach Abpfiff, die Spieler zu den Ultras, alle direkt da drin und direkt vor diesem Block, das war schon krass. Habe ich in meinem Leben als Fußballfan noch nie gesehen, dass es so eine Negativansprache gab. Positiv natürlich schon, wenn man direkt vor der Kurve so steht, aber das war schon wirklich puh. Und da ist halt jetzt die Frage, bringt das was? Ich hoffe es. Nächste Woche kommt Hannover 96. Da haben wir auch an diesem Wochenende Freitag spielen sehen. Auch das ist ähnlich wie der KSC. Eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, die uns richtig wehtun kann. Also, Karel Gerrards, nochmal willkommen auf Schalke. Sie haben sehr viel zu tun. Eure Meinung zum Spiel und zum Vlog mal gerne in die Kommentare. Checkt auch gerne die anderen drei Stadion-Vlogs ab von diesem Wochenende. 4 an diesem Wochenende gab es. Puh, jetzt geht's von Karlsruhe zurück ins Sauerland. Und dann sehen wir uns nächste Woche Samstag wieder. In dem Sinne, macht es gut, ciao und bleibt am Ball.